Die Besitzer hatten jahrelang nach der Katze gesucht, die aus dem Haus verschwunden war und alle Hoffnung verloren hatte. Mit den Jahren kam die Familie mit dem schweren Verlust zurecht, bis eines Tages ein schicksalhafter Anruf einging. Vor 3 Jahren tauchte ein bescheidener Besucher, eine Katze, im Vorgarten des Hauses einer New Yorkerin namens Carol O'Connell auf. Er war sehr schüchtern und ließ seine Vermieterin, die zufälligerweise in einem Tierheim arbeitete, nicht in seine Nähe. Das Kätzchen lief in den Garten und verschwand dann für Monate. Allmählich gelang es der Frau, das Vertrauen der schüchternen Katze zu gewinnen, und sie gewöhnte sich an sie. Anhand des Verhaltens und der Gewohnheiten des Gastes stellte ein erfahrener Angestellter fest, dass die Katze offensichtlich schon einmal im Haus gelebt hatte. Dann brachte Carol einen Scanner von der Arbeit mit nach Hause, um nach einem Mikrochip zu suchen. Zu ihrer Überraschung wurde der Mikrochip der Katze gefunden. Sie konnte die Besitzer, John und Maggie Wells, ausfindig machen und kontaktieren, die ihren Ohren nicht trauten. Es stellte sich heraus, dass ihre Katze seit 11 Jahren vermisst wurde. Als Tiger 3 Jahre alt war, verschwand er aus dem Haus, erschreckt von lauten Geräuschen draußen. Die Besitzer waren untröstlich und suchten überall nach ihrer Katze, hängten überall Plakate mit seinem Bild auf. Aber alles war vergebens. Jahre später mussten sie sich mit ihrem Verlust abfinden. Die Besitzer hatten ihn lange gesucht und hatten sich bereits mit dem Verlust abgefunden, sagt Carol. Wir wussten nicht einmal, ob sie ihn zurücknehmen wollten. Aber sie waren erstaunt zu erfahren, dass er lebendig und wohlauf war. Sie kamen, um ihn ohne zu zögern abzuholen. Die Tierärzte stellten fest, dass das verlorene Kätzchen in einem großartigen körperlichen Zustand war, wenn man bedenkt, dass es die ganzen 11 Jahre auf der Straße verbracht hatte. Als die Besitzer Tiger sahen, nahm sie ihn sofort auf. Als er seine Herrin zu erkennen schien, schmiegte sich das Kätzchen sofort in ihre Arme. Tiger sah seine Besitzerin an, schnupperte an ihr und ließ sich dann auf ihre Schulter nieder, fuhr die Tierheimmitarbeiterin fort. Es war, als ob er spürte, dass sie seine Bezugsperson war. Dank einer besorgten Tierheimmitarbeiterin wurde Tiger nach 11 Jahren der Trennung, als sie alle Hoffnung verloren hatten, mit seiner Familie wieder vereint. Jetzt ist das Kätzchen wieder zu Hause und kann es nicht erwarten, jeden Tag bei seinen liebevollen Menschen zu sein. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.